Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Meine Sommertour steht an und dieses Jahr habe ich geplant, so Spanien oben Küste lang bis Richtung Portugal. Aber mein Baby hier, das ist nicht mehr ganz so fit, also ich muss auf jeden Fall zum TÜV. Und einige Sachen müssen noch schnell repariert werden, bevor ich fahre. Ich gebe die Karre jetzt hier ab. Oh, ich habe schon echt, mir geht echt die Muffe, ne? Also ich denke mal, das wird auch kostentechnisch den Rahmen so sprengen, vielleicht fällt ja der Urlaub dann auch gleich komplett ins Wasser, mal sehen. Ja, naja, also ich hoffe, die beeilen sich, weil ich kann ja ohne mein Auto auch gar nicht leben. Und oh, ich hoffe, die brauchen hier bloß 2-3 Tage. Die müssen vorher nochmal drüber gucken, bevor der TÜV kommt. Weil, ja, Bremskontaktventil ist irgendwie kaputt, Rücklichter gehen nicht. Und so will ich mal drüber geguckt haben, dass du, wenn du so eine riesen Strecke fährst, dass du einfach auf der sicheren Seite bist. Ja, alle Flüssigkeiten da, alle Schrauben noch festgezogen. Werden wir sehen. So, na gut, da wollen wir mal los. So Leute, einen Tag später, die waren echt übelst schnell. Ich kann jetzt meine Karre holen. Ich bin gespannt. Ich habe schon die großen Geldscheine eingepackt. Vielleicht war es das ja auch gleich mit dem Urlaub, aber der... Nee, ich glaube nicht. So viel scheint es nicht gewesen zu sein. Ich bin gespannt. Hier ganz hinten, oh, hinter der Hütte. Ich gehe nochmal gucken. Bin ja mal gespannt, wo die meine Karre gepackt haben. Da ist sie doch. Übel geil, ey. Vor allem sind die echt schnell. Ich habe jetzt hier, wird das niedrigste, 388 Euro bezahlt, ne? Ich habe gedacht, das wären Tausende von Euro, ey, ich bin so froh. Ihr müsst jetzt wohl die Karre nur selber zusammenbauen, dann würde die Hälfte vergessen. Scheißegal, ist krass. Ich bin so erleichtert, ich könnte gleich feiern gehen, ne? Naja, da kannst du nächste Woche starten mit Klamotten packen und so, Auto fahrt schon mal für die Fahrt. Und in 2 Wochen geht's schon Abi. Boah, aber Öl hätten sie mal nachfüllen können. Also... Das gehört für mich dazu zum Service, aber wahrscheinlich komme ich selber besser, wenn ich es selber nachfülle. Ey, ist aber krass, was dieser Bremskippschalter alles verursacht hat, so nach und nach. Ne? Erst ging der Hillholder, also hier der Berganfahrassistent nie. Dann hat immer hier ASB angezeigt. ABS meine ich. ASB. Opa, das haben wir davon, sehr geil. Und dann so mit Eimer unter die Bremslichter hinten ausgefallen, also total komisch. Naja, jetzt machst du die Karre an und nicht mehr piept, das ist total geil. Ich bin so unfassbar glücklich, dass der TÜV dann nichts weiter beanstandet hat, ne? Aber ich glaube, das liegt an meiner guten Pflege. Naja, nicht gleich Pflege, aber ganz viel Liebe kriegt's. Ganz, ganz viel Liebe. Da ist die gute neue Plakette. Das ist pure Liebe, ey. Ich liebe diese Karre so ohne Ende, ey. Es gibt ja mittlerweile eigentlich keinen Ort, wo ich mich wohler fühle als in dieser Karre. Deswegen, also bei den ganzen steigenden Preisen und Energiekosten, hast du nicht gesehen, habe ich mir überlegt, ich werde jetzt ab Februar, da kann ich die Bude wieder abgeben hier, werde ich ab Februar auf den Dauercampingplatz ziehen. Mal sehen, ich hoffe, dass ich irgendwas Ordentliches finde, Bezahlbares, wo schon Wohnwagen draufsteht, am besten mit irgendeinem festen Vorbau oder sowas, am See, also besser kannst du ja nicht wohnen, ne? Dann kann auch die Dache vielleicht auf dem Campingplatz und ich halt nebenan, wenn ich mein Auto dort hinstellen kann, halt im Auto. Das würde mir wirklich vollkommen reichen, Winter wie Sommer. Mehr brauchst du eigentlich nie, ne? Da musst du hier nie 800 Euro für die Bude zahlen im Monat. Dann kannst du lieber 800 Euro für so einen Dauercampingplatz im Jahr ausgeben, ne? Also, ich würde es auf jeden Fall mal gern probieren und das werde ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr angehen. So Leute, es ist der große Tag, es geht tatsächlich los. Ich bin übel aufgeregt und übelst gestresst. Ich habe mir jetzt hier erstmal die Strecke rausgesucht bis... Eisenach, was weiß ich, Süd, irgendein Autohof, weil dort hole ich nachher Isabelle ab. Die fährt jetzt mit dem anderen Auto dorthin. Ah, komplizierte Sache. Sie fährt für jemanden das Auto dahin und da treffen wir uns dort und dann kommt sie dann erst mit. Auf jeden Fall, ich starte jetzt ganz schnell. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Oh Mann, ey, ich freue mich jetzt wirklich übelst, dass es losgeht. Und wenn es gerade nicht so wirkt, ich bin übelst gestresst, ja. Muss ich noch schnell tanken und einkaufen, wie es halt so ist. Aber der Weg ist ja Ziel und ich glaube, die Entspannung geht dann gleich los. Ich habe jetzt erstmal 3 Stunden Fahrt knapp. Bis wo ich dann Isabelle auflese. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe jetzt auch bestimmt eine ganze Woche an dem Auto gebaut, umgemodelt, umgedingst und ausgeräumt und hast du nicht gesehen.
Aber ich finde, das ist wirklich gut geworden. Also für 3 Wochen zu zweit, das wird richtig gut, denke ich. Also hoffe ich, das bewerte ich natürlich erst dann. So, ich werde jetzt auf der Fahrt nicht weiter filmen. Ich denke, wir sehen uns dann den Eisen nach. Ich gönne mir erstmal so einen eiskalten Ayran bei dem Wetter. Halbzeit! Die Hälfte habe ich schon. Ich hab so Bock auf Urlaub! Jetzt haben wir uns so eine scheiß Stelle rausgesucht, dass man hier nie abfahren konnte wegen der Baustelle. Jetzt musste ich runter von der Autobahn auf der anderen Seite wieder drauf und nochmal 5 Kilometer zurück. So was nervt mich ja. Am liebsten hätte ich mich oben irgendwo hingestellt, aber da weiß ich da auch nicht, dann findet die mich nicht und dann steht sie dort und wir hier, also ich hier und oh, dann zögert sich das alles raus, da habe ich, also zieht sich raus, wenn ich, da habe ich auch keinen Bock drauf. Fahr mal den Dreck zurück hier. Das Ding ist alt und verlassen, aber das Coole ist, hier drüben gibt es Schatten. Irgendwo hier. Naja, hier ist wesentlich los, da können die Hunde ein bisschen frei rennen. Na, gucke, hier ist doch Schatten. Den nehme ich. So, ich werde ihn jetzt erstmal hier schnell, ah ne, das sieht man die Nummern, schnell über WhatsApp hier meinen Standpunkt schicken, dass die mich dann auch finden. Aber ich habe übelst Hirnrammeln, ich habe heute erst auch, weiß ich nicht, einen halben Liter getrunken oder was, das ist ja schon um 4. Aber es macht schon wieder übelst viel Spaß hier. Also mir macht das so echt schon wieder gar nicht aus, alleine zu fahren. Ich habe da irgendwie letztes Jahr, habe ich mich echt damit abgefunden. Irgendwie ist das total geil, mir gefällt das total entspannt, ne? Ist okay, keiner da meckert und so. So, schick erstmal. Dann muss ich mich erstmal um die Hunde kümmern. Na, ihr Süßen, die hängt die Zunge zum Hals raus, hä? Müssen wir erstmal was zu trinken geben hier. Warten. Du sollst nicht gleich aus dem Horn. Nein, das ist doch unser Trinkwasser, wenn du deinen Sappel dort neilst, ist es nie so cool. Müssen wir warten. Warten. Mach ruhig die Schüssel extra voll. Versprochen. Was ist denn los, du faule Esser? Warum liegst du hier schon wieder? Du sollst mal was trinken. Los. Guck mal, der säuft die Schüssel alleine leer. Ich fass es ja wohl nicht. Das war wohl notwendig. Da fahren sie, weil du schuld bist. Ja, man muss vielleicht erst die Handbremse lösen. Tschüss, viel Spaß. Wie ist es auch endlich da? Ich bin nicht mehr alleine. Ich freue mich. So, ich habe es jetzt nochmal ins Navi eingegeben. Bis zu meinem Cousin. Es sind jetzt nochmal ungefähr 3 Stunden. Das schaffen wir. Wir können dann nach 1,5 Stunden uns abwechseln dann, oder? Vielleicht. Es sei denn, du bist dann schon im Koma. Vielleicht. Na dann los, auf zur letzten Runde. Stau, Stau, Stau. Das darf natürlich nicht fehlen. Können wir ja froh sein, dass es heute nur 30 sind, 30 Grad und keine 38 Grad, oder? Was ein Glück. Was ein Glück. Hast du schon mal erwähnt, dass wir keine Klimaanlage haben? Ich glaube, das wissen die Leute aus dem letzten Sommertour-Video. Ja, wir haben keine Klimaanlage, aber wir haben ja Gott sei Dank funktionierende Fenster. Das geht schon. Zumal du ja sowieso mal meckerst, wenn die Klima an ist. Oh, noch 1 Stunde bis zum Ziel. Oh, ich habe Viechkopfschmerzen, ich habe so krass Hirnrammeln und bin eigentlich übelst im Arsch. Und deswegen muss ich so da weiterfahren. Jetzt ist große losgezogen. Ich habe schon von der Studie gesagt, ob ich das nicht. Nein, ich wollte eigentlich durchziehen, aber ich bin eine Muschi. Muschi. Oh, oh, mein Hintern, ey, der ist tot, absolut tot. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du fährst. Das ist immer ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man die Kontrolle über sein eigenes Auto abgibt. Aber ich habe ja großes Vertrauen. Kannst du auch haben. Ja. Das ist ein richtig krasser Fluss. Was ist der Main oder Rhein? Main. Der Main. Das ist schon geil, wenn man sich hier abwechseln kann beim Fahren, weil das spart einen Haufen Zeit. Ich hätte jetzt eigentlich eine halbe Stunde mindestens Pause gebraucht, um weiter zu fahren, weil ich war echt durch. Und so schwenkst du halt einfach schnell um und kannst weitermachen. Das ist total geil. Meine Asseln sind übelst geschwollen hier. Also gerade hier der Gasfuß durch die Hitze ist ja Wahnsinn, ey. Also wir werden jetzt in einer halben Stunde werden wir gleich da sein. Und der Plan ist, ich mache mal Fenster hoch, sonst hört man bestimmt nicht.
Also die eingeschworenen, eingefleischten Zuschauer, die werden wissen, ich darf ja bei meinem Cousin halt nicht filmen. Und die kann man ja auch nachvollziehen. Heute ist ja Freitag. Und trotz, dass hier gerade Ferienanfang ist, kommen wir echt gut durch, muss ich sagen. Morgen bleiben wir den ganzen Tag dort. Wir machen morgen Pooltag ohne Ende und Fettgrill mit richtig geilem Fleisch. Sonntag hat dann die Kleine Geburtstag, dann muss ich halt, da wäre ich gerne noch da. Ne? Also wenn ich schon immer da bin, wenn die Geburtstag hat, das erlebe ich ja, glaube ich, nicht gleich wieder. Und dann werden wir aber Sonntag dann auch bei Zeiten starten. Ich habe da schon mal einen Platz rausgesucht, dass wir wieder so ungefähr 6 Stunden fahren. Also 6 Stunden ist wirklich dann auch die Grenze. Also wenn jeder dann 3-3, ist es okay. Das werden wir die ersten 2 Tage auch so durchziehen. Also ersten Tag fahren wir irgendwo an eine Sende. Da sind in Frankreich so Flüsse, um den Fluss ringsrum einen Haufen Seen. Ja, und da kann man sicherlich über baden gehen, da kann man schattig stehen. Da sind ein Haufen Bäume. Und dann machen wir die erste Tour nach dort. Was ist los? Stachbaum! Nein! Ich habe gerade noch gesagt, wir kommen zu... Nee, das flutscht. Nur noch 60. Das flutscht. Der ist bloß so blöd hier. Und genau. Und Montag fahren wir dann auch nochmal 6 Stunden, aber dann kommen wir dann schon an der Küste an und da habe ich einen richtig, richtig geilen Platz rausgesucht. Im Schatten, direkt am Meer. Und kostenlos, ich gehe kaputt. Naja. Darf ich aber ganz kurz was dazu sagen? Sag mal was dazu. Ich habe gefragt, ob wir an der französischen Küste lang können. Sind wir da? Dann hat sie mir ein Bild geschickt, wo wir lang fahren. Wir fahren vielleicht von, keine Ahnung, wie viele Kilometer werden die französische Küste sein? Ewig lang. Vielleicht sind wir 50 Kilometer an der Küste und dann sind wir schon in Spanien. Aber wir sind an der Küste. Das war dein Wunsch. Also einmal Frauen kann man es dir recht machen. Hä? Einmal quer durch Frankreich. Ja, ne, es ist halt einfach auch zeittechnisch. Wir haben ja jetzt bloß 3 Wochen. Ne? Müssen wir irgendwie auf die Kette kriegen, dass wir nach Portugal kommen und dann auch wieder zurück. Und deswegen müssen wir die ersten 2 Tage ein durchziehen. Aber wenn wir dann, oh, ich liebe Tunnel, ne? Ich finde das immer so geil. Das habe ich schon als Kind geliebt. Aber wenn wir dann an der Küste sind, wir mal langsam und genießen das. Stück für Stück. Ich überrede sie doch, dass wir in Spanien oben an der Nordküste langfahren und dann nicht schon wieder ins Land fahren. Machen wir doch. Nee, mach mal nicht. Nein, wir bleiben an der Küste. Guck dir mal deine Karte an, jetzt habe ich mich verschalten vor lauter Stress. Nein, das machst du immer. Und oh, rechts, links, furchtbar. Da sagt das Navi, fahren rechts, ohne die sich links ein mit, sondern links, rechts. Das kannst du nicht machen. Was soll ich denn machen mit der angeborenen links, rechts Schwäche? Ey, da kriegst du Panik in der Karre hier. Du vielleicht. Und vor allem, ich habe dir nur einen Stellplatz gezeigt an der Küste. Und das ist ja dann direkt Frankreich. Und dann kannst du aussuchen, was du willst. 50 Kilometer von der Spanien. Dann können wir nach deiner Pfeife fahren. So, ich mache jetzt aus, das ordnet aus hier. So, ihr Hasis, guck mal die geile Gegend an. Sieht man auf der GoPro sowieso nicht. Wir sind jetzt auch gleich da in 2 Minuten. Ich glaube, bis spätestens Montag brauche ich eine Arschtransplantation, weil mein Steiß ist echt wie gebrochen. Ne? Also, ich werde jetzt, wie gesagt, hier nicht weiter filmen, weil, ja, geht nie. Und wir sehen uns dann praktisch Sonntag auf der Fahrt wieder. Vielleicht kann ich ja mal ein paar Eindrücke irgendwie zusammenfassen, wo niemand zu sehen ist. Mal sehen. Also dann bis Sonntag. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Sind die gerade hinter uns gefahren und die waren bis 60 und drängen so arg und fahren extrem weit auf, dass Isabel gezwungen war, jetzt 70 zu fahren. Ich habe schon gedacht, das machen die mit Absicht, denn bei 80 hätten sie uns rausgezerrt oder so. Also guten Morgen erstmal, wir sind wieder on the road again. Also wir haben echt ein Wochenende, kann man nicht sagen, einen netten Samstag gehabt. Wir haben schön gefeiert, wir haben gegrillt und so. Und wir sind jetzt kurz vor der französischen Grenze. Wir müssen nachher mal gucken, wie wir das machen mit der Maut, ob wir nur bezahlen oder das Landesinnere fahren. Aber das werden wir dann sehen. Also, wir sehen uns dann bestimmt auch mal Grenze. Welcome to Frankreich! Wir fahren jetzt hier schnell nochmal in Saarbrücken raus zum Tanken, weil in Deutschland ist es tatsächlich gerade ein paar Cent günstiger. Also wenn wir Glück haben, 10 Cent nach oder so. 50 Metern im Kreisverkehr, dritte Ausfahrt A6 Richtung Metz, Mannheim nehmen. Geht schroff, Uschi. Und da krachen wir hier nochmal schnell den nach Tank voll. 200 Meter links abbiegen. Ich liebe diese Uschi. Ja, auf jeden Fall gehen wir hier nochmal fix tanken und dann setzen wir rüber. Ich bin immer übelst, also jedes Mal das gleiche, ich bin übelst aufgeregt vor so einer Grenzüberschreitung, ne? Immer, ich scheiß mir ein. Du dich da gerade, was, wir fahren jetzt gleich nach Frankreich rein? Links abbiegen. Boah, 1,85. Der Sprit das ist echt krass. 70. Das ist echt krass.
1,70 Diesel teuer, kotzt mich übelst an, ne? LKW-Diesel? Links, ja genau, aber da musst du vielleicht andersrum ranfahren. Ich habe die Tanke-Klappe auf der Seite. Aber 1,85 ist schon mal ein geiler Preis. Also zumindest für die heutige Zeit. An dieser Scheibe war einiges gestorben. Isabelle ist noch schnell bezahlen. Das ist schön, wenn man jemanden mit hat, der ein großes, fettes Portemonnaie einstecken hat. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Das ist so furchtbar. Die Agent, die übelst hart abchillt, ist die hier. Hey, Baby, was ist da los? Bist du ganz gechillt heute? Die sind ja die letzten zwei Tage hier bei meinem Cousin übelst rumgerannt hier auf dem ganzen Gelände. Der Dicke, der ist genauso übelst breit. Ich glaube, dein Platz ist besetzt. Fährst du jetzt oder was? Phoebe, fährst du jetzt? Ha? Baby, komm mal her. Baby, komm mal her. Komm schnell. Hast du Kaffee gekriegt? Mhm. Ich hab hier ja nur reingetankt und gar nicht geguckt, wie viel es in der Sonne ist. Das ist ja krass, ey. Ja, das Auto. Gerade ein bisschen. Ja, das Auto frisst viel. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe in letzter Zeit immer übelste Probleme. Also nicht bloß, weil ihr reinquatscht, aber ich habe übelste Probleme mit... Oh, Klappe, ey. Kann ich jetzt mal explodieren. Ich habe jedes Mal Probleme mit Google Maps. Also entweder schickt er mich im Kreis oder sagt, fahr rechts und zeigt aber links an. Und also manchmal ist echt die Katastrophe. Wenn du dann bei der Hitze fünfmal im gleichen Kreis geschickt wirst, dann kriegst du einen Anfall. Ne? Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wir hatten gerade das Navi bei Isabelle auch über Google Maps hier. Das war genauso beschissen. Ne? Ist was, wir nehmen Karten? Karten, das genau. Ich kann keine Karten lesen. Nein, hier von Dingens ist das, von Apple. Ach so, ja, ja. Ah, ja. Das ist ja die scheiß Mautstelle, so kenne ich das gar nicht. Also ich kenne das eigentlich, dass du wirst dann rausgelöst mit so Häuschen, jetzt hast du hier schon wieder so eine bescheuerten Schranken. Damit komme ich immer wunderbar klar. Also ich gucke jetzt mal, was das Zeug hier kostet. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Brauchst du da irgendeine Karte oder irgendwas? Werden wir sehen, wenn, dann komme ich nochmal wieder. Schummen! Hallo? Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Alter, ich bin schon wieder zu dumm! Ich krieg hier einen Anfall, ne? Wenn du nie weißt, was du machen sollst und hier steht nichts dran. Ich bin einfach nur zu doof. Kommt dir dieser LKW angeschissen, ey? Kotzt mich an jetzt, wo ich's hatte. Oh, der hat Ahnung, der ist schon durch, ich geh nochmal. Ich glaube, ich steh jetzt ganz klein. 16,89 € oder so, also das geht ja echt. Wenn wir wirklich zwei Tage oder bis drei Tage unterwegs sind auf dem Highway hier, da kann man 16 € bezahlen. Also Sprit bezahlt sie viel mehr, wenn du über Nicht-Mautstraßen fährst. Wobei natürlich immer durch Landesinnere viel, viel geiler ist. Also ohne Mautstraße, das sieht man immer mehr vom Land. Aber also ich möchte ja zur Küste, es soll jetzt einfach schnell gehen. Ne? So, also die App, die hat... nicht die Wahrheit gesagt, was? 16,89. Hier steht 9 Cent pro 100 Kilometer und das ist verschieden in Frankreich. Pro 100 Kilometer. Es gibt Straßen, da kostet 6 € pro 100 Kilometer und es gibt Strecken, welche sogar fast 21 € pro 100 Kilometer kosten. Also wir können mal vorfahren, man muss eine Karte dran halten, aber da steht ganz, ganz minimal geschrieben 16,89 €. Und für 16,89 € kannst du nicht falsch machen, wenn wir Mautstraße fahren, so schnell wie möglich an die Küste kommen. Da sparen wir nämlich einen Haufen Sprit. Das ist ja die Frage, ob das, das gilt ja nicht komplett für die komplette Straße, oder? Das nee, ist ja Maut ist dann komplett fürs Land und das, da, entweder ist das, eigentlich hat man immer die Wahl, wie lange man bleibt. Ich kann das bisher nur so, entweder eine Woche oder du bezahlst für einen Monat. Und hier ist es wohl eher pro Strecke. Pro Strecke. Ja, wir fahren mal ran und gucken nochmal, wenn... Also ich wollte das vorhin online bezahlen, dann haben die gesagt 50 €. Und dann musstest du bloß Kennzeichen eingeben und das Startdatum. Dann wäre das wahrscheinlich für ganz Frankreich gewesen. Ja, aber was ist, können die das nicht einheitlich machen? Du weißt doch nicht, wenn du fährst einmal ein Jahr hier in Urlaub. Übrigens was in Englisch, weil der René sich immer so aufgeregt hat, könnte gar kein Englisch. Du kannst ja die Sprache wählen auf jeden Fall, aber du musst den Knopf benutzen, das ist kein Touchscreen, den Fehler habe ich nämlich gerade gemacht. Komm ich da überhaupt bis hin? Nee, wahrscheinlich wieder. Doch, doch. Ich, ich fahre jetzt erstmal den Spiegel ab. Ja. 90 Cent. Was? Nein. Bezahlt? Ja, die wahrscheinlich ja. Ja, du kannst ja auch gar nicht. Ich warte mal, wo kann ich mir was angeben? Ich weiß es auch nicht. Jetzt steht schon jemand hinter uns, das ist echt so, ich hasse das, wie die Pest. Ey, die Schranke geht auf, geil, los. Ich wollte schon aussteigen. Ja, geil, los. Einfach, wie viel? Bist witzig, die gucken jetzt einfach von der Karte ab. Das ist nicht geil. Ich habe nichts angegeben, nichts. Ja, Scheiße. Ich halte doch gleich. Ach, so, ich dachte, da stand... Wo ist mein Handy? Das ist jetzt nicht dein Ernst. 90 Cent. Pro? Zahlung erfolgreich, 90 Cent.
Nur 90. Erstmal. Oder kommen jetzt immer wieder Folgekosten? Mensch, warte. Mach doch einfach mal aus. Dass der mal aushört. Wir fahren jetzt gleich weiter. Ich will weiterkommen. Bonjour, my friends. What a stress. Und das ist Urlaub, Leute. Das ist Urlaub. Also das ist immer anders. Kein Bepper, kein Aufkleber. Die registrieren das jetzt über das Kennzeichen. Ach, ich glaube, Zabis, die registrieren das über das Kennzeichen. Da haben die vielleicht jetzt gerade abgedingst, ja. Ja, genau. Und die sehen jetzt genau, wie lange wir auf der Strecke fahren. Das kann schon sein. Oder? Ja, wenn jetzt hier nochmal eine Nachricht kommt, von wegen nochmal Geld abgebucht, dann verpissen wir uns von dieser Straße. Dann nehmen wir halt Maut frei und dann... Wir fahren jetzt einfach für 90 Cent einmal komplett quer durch Frankreich. Ja, ist klar. Das wäre die billigste Maut ever. Ich schaue sogar einen zweiten Gang los. Oh, jetzt müssen wir ja schon wieder durch so ein... Deswegen bin ich immer so aufgeregt. Ich hasse das wie die Pest. Wir haben 90 Cent für das Stück bezahlt, sagst du. Bisher 90 Cent. Und jetzt? Stell euch mal hier so hin, falls ihr... Warte, die habe ich schon wieder weggeräumt. Oh, ja. Stress. Woher soll ich denn das wissen? Hier, welche? Die Turmbaumarkt gut haben kann, brauche ich dir nicht. Alter, kann ich mal probieren. Ich komme hier nicht hin. Ich komme nicht hin, verdammte Scheiße. Ich bin froh, wenn wir hier durch sind. Jetzt haben wir nur das Stück bis hier hin, dass die 200 Meter... Es ist zu hoch. Nichts, ich weiß nichts. Ja, ich kann es auch nicht erinnern. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich kann einfach meine Karte hinhalten und die buchen sich ab, wie sie lustig sind. Ja, dann verpissen wir uns von dieser Straße, wenn die zu dumm sind und unfähig, hier einfach mal ordentliche Aussagen zu treffen und da steht nirgendwo mal ein Endpreis oder irgendwas. Das ist echt zum Kotzen, ey. Es ist nie weg, es ist aufgeräumt, damit sie durch die Gegend fliegt. 7,60 €. Wie weit darf man da jetzt fahren? Sanef Auto, die stand aber vorher schon dort, 7,60 €. Ja, wahrscheinlich bis zur nächsten Mautstelle oder was. Wenn das jetzt zu kurz ist, dann lassen wir es, dann fahren wir dann ab. Das müssen wir probieren. Ich kann es auch nicht ändern. Das ist überall das anders. Tief durch. Ich bin ruhig. Ja. Wir standen der Diesel gerade bei 2,20 €. Wir waren ja gerade für 1,80 €. Da haben wir wenigstens beim Diesel gut gemacht. Ja, da haben wir wenigstens für 40 Cent günstiger getankt. Da können wir ruhig mal 100 € für die Maut rausballern. Ratet mal, wo wir sind. Genau, an der nächsten Mautstelle. Also Isabel sagt, wir sind ungefähr 50, 60 Kilometer gekommen mit den, wie viel, 6 Euro oder was? Also pro Kilo, pro 10 Kilometer in Euro. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt runterfahren oder machen wir den Mist jetzt hier weiter? Jetzt sind wir ja hier, müssen wir sowieso, oder müssen wir kurz davor. Ich guck jetzt, ob Knöpfe an der Seite sind, die ich die ganze Zeit übersehen habe. Dude, da vorne fährt noch ein Dresdner, der ist so geil gewesen, wir sind voll an dem vorbeigefahren und hab den so gegrüßt, der hat schon drauf gewartet. Der fand, der war total cool. Wollen die mich jetzt rollen oder was? Ich würde anders, ne? Aber da stehen Preise diesmal dran. Was kostet nichts? Ich habe jetzt einfach nur das Ticket gezogen. Ja, okay. Ich nehme es. Ja, finde ich gut. Zeig mal, können wir mal lesen. Das ist einfach die Schranke hochgegangen. Ja, musst du vielleicht vorne dann irgendwo. Ach, weißt du was das ist? Das hatte ich schon mal. Rausgefahren? Könnte mit dem ich mal reden? Vielleicht kann nee, das ist der nicht. Der Dresdner ist schon durch. Schade. Das hatte ich in Italien. Da musst du dann an der nächsten Stelle, wo du reinfährst, das Ticket reingeben und musst dann bezahlen. Da stand jetzt so Preise, hast du gelesen? Was nein. Das? Nee, okay. Ich dachte, da oben ist ein Zettel, den ziehst du mal fix raus. Achso. Naja, dann wird das wohl eine Überraschung. Guckt euch mal die Säulen hier an und hier drüben sind Bälle. Und hier ist überall an den Feldern entweder Dreiecke oder flache Flächen. Hier ist auch immer. Die liegen hier so auf der Wiese rum, die bunten Dinger. Also das ist hier ringsrum an der Autobahn an den Feldern. Ich habe gerade mal geguckt, aber ich weiß nicht, warum die das machen und was das bedeuten soll. Vielleicht weiß es ja einer von euch, dann schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Also die 35 Grad merkst du echt, wenn du stehst, da schmelzen dir die Schuhe an, ey. Aber die französischen Toiletten sind übelst geil, ne? Hast du deine eigene Kabine und... Oh, ich muss erstmal nass machen. Ey, bis eben echt... Oh, die Fahrt war vollkommen okay. Ja. Oh, jetzt und jetzt hier ausgestiegen und jetzt wird es richtig bad. Hättest du sogar Wasser holen können, aber ich weiß nicht, ob man das trinken kann, das ist mir ein bisschen zu heiß. Oh, geil. So, die letzten 2 Stunden übernehme ich und dann sind wir hoffentlich an einem wunderschönen Badesee. Das ist Biogasmus, oder? Hochlebe die Sprühflasche. Ich glaube, jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir das Ticket bezahlen müssen. Ich bin gespannt, ob ich neugierig bin. Muss ich die Scheiße hier noch machen? Das sich besser an als ich? Ich glaube nein. Ich liebe diese Automaten. Bis.
21,40 €. Naja, wo stecke ich den Scheiß rein? Was? Dranhalten. Hier. So eine Scheiße. Filmst du deine Füße oder was? Was? Ich, also das kann Füße. Hier muss ich mich anschnallen. Ich glaube, ich habe die Phoebe. Okay, können wir es nicht mehr machen? Fahren wir morgen ohne Maut? Vermutlich ohne. Ja, Google, die Uschi, die hat genauso Links-Rechts-Schwäche. Ne? Sagt sie mir, fahr rechts. Genau und so. Ich weiß nicht, wer noch. Sagt sie mir, fahre rechts und zeigt links an. Aber bist du verwirrt? Können wir es nicht mehr machen? Nein!